Guten Abend und herzlich willkommen zur Zeit im Bild. Thomas Schmidt sagt seit heute vor Gericht aus und belastet wieder Sebastian Kurz. Es ist ein Showdown. Zwei einstige Vertraute stehen als Kontrahenten vor Gericht und es geht um viel. Wir schalten zu Claudia Danhauser. Kurswechsel. Die Regierung will ihr Schengen-Veto gegenüber Bulgarien und Rumänien lockern. Die Reaktionen sind gespalten. Aus Brüssel berichtet Raffaella Scheidhalter. Und Terrorpläne soll ein erst 16-Jähriger gewälzt haben. Laut den Behörden wollte er eine Synagoge attackieren. Das Wetter morgen. Im Westen wird es nass. Am Wiener Straflandesgericht ist heute der Prozess gegen Altkanzler Sebastian Kurz wegen Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss fortgesetzt worden. Mit dem wohl wichtigsten Zeugen der Anklage. Nämlich dem früheren Kurz-Vertrauten und ehemaligen ÖBAG-Chef Thomas Schmidt. Kurz hatte ja behauptet, über Postenbesetzungen nur am Rande informiert gewesen zu sein. Aber dem widerspricht Thomas Schmidt heute wieder vehement. Der Spruch Freund, Feind, Parteifreund bewahrheitet sich heute vor Gericht. Es ist die erste Konfrontation der ehemaligen Weggefährten. Altkanzler Kurz wählt den großen Auftritt. Ein Stück weit freue ich mich darauf. Vielen Dank. Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmidt kommt im Morgengrauen noch vor den Kameras. Auf die Frage, inwiefern Kurz und sein Team über die Personalentscheidungen bei der staatlichen Beteiligungsgesellschaft ÖBAG informiert gewesen seien, sagt Schmidt: Die wollten nicht nur informiert werden, sondern mitreden. Jede Personalentscheidung musste mit Kurz eng abgestimmt werden. Mitspracherecht bedeutet in dem Fall Vetorecht. Thomas Schmidt will Kronzeuge werden. Für ihn ist der Zeugenstand daher auch Prüfstand. Über seinen Antrag wurde noch nicht entschieden. Die Anwälte von Sebastian Kurz wollen Schmidts Glaubwürdigkeit in Zweifel ziehen. Etwa mit einer Chatnachricht, die Schmidt nach einem Kurzauftritt in der ZIB 2 verschickt haben soll. Das war ein sehr guter Auftritt, mit Darlegung, wie es wirklich war. Schmidt habe diese Nachricht angeblich als selbstlöschend verschickt, Kurz wiederum habe aber schnell einen Screenshot angefertigt. Nach 9 Stunden wird die Befragung für heute geschlossen. Mein Mandant hat sich prinzipiell dazu entschlossen, hier reinen Tisch zu machen, an der Aufklärung mitzuwirken und als Kronzeuge hier auch der mit der Strafjustiz zu kooperieren. Das hat er heute auch getan und mehr kann ich dazu momentan nicht sagen. Am Freitag wird die Befragung von Thomas Schmidt fortgesetzt. Und wir gehen jetzt live zu Gericht zu unserer Kollegin Claudia Danhauser. Sie haben das alles für uns beobachtet. Hat der Auftritt Schmidts grundsätzlich Neues gebracht, etwas verändert am Prozessverlauf? Ja, auf den potenziellen Kronzeugen haben alle gewartet. Nicht nur die Medien, auch die Staatsanwälte und die Verteidiger. Bisher konnten aber nur die Verteidiger von Sebastian Kurz versuchen, ihren Nutzen aus der Befragung zu ziehen. Und sie haben da alle Register gezogen. Wir haben sie ja im Bericht gehört, da gab es ein SMS, das von Schmidt an Kurz geschickt wurde, das eigentlich gelöscht werden sollte, fotografiert wurde. Es gab aber auch eidesstattliche Erklärungen, die heute vorgelegt wurden von Managern, bei denen sich Schmidt beworben hat und denen ja gesagt haben soll, dass die Staatsanwaltschaft ihn unter Druck setzt. Die Staatsanwaltschaft, die kann erst am Freitag dann Schmidt dazu befragen, wie er das sieht. In der Sache ist es eigentlich bei den bisherigen Darstellungen geblieben. Schmidt sagt, Sebastian Kurz hat sich als Kanzler sehr wohl bei jeder Personalentscheidung eingemischt, mitbestimmt. Und Kurz, der hat das Gegenteil ausgesagt. Ja, und Kurz und Schmidt waren ja früher vielleicht so etwas wie Freunde fast. Jetzt sind sie Kontrahenten. Wie haben Sie denn die Stimmung heute im Gerichtssaal wahrgenommen? Ja, wenn sie mal Freunde waren, dann sind sie es schon lange nicht mehr. Und heute haben sie sich keines Blickes gewürdigt. Also da gab es keine Interaktion, die man irgendwie bemerkt hätte. Es steht für beide ja auch alles spitz auf Knopf. Sebastian Kurz will natürlich nicht wegen Falschaussage verurteilt werden und Thomas Schmidt will Kronzeuge werden. Es stehen ja noch weitere Prozesse an, da geht es dann, Stichwort Beinschab, Thul, Inseratenkausa, um möglicherweise gefälschte Umfragen und um beauftragte Medienberichte. Am Freitag geht es dann weiter mit der Befragung und auch der frühere Finanzminister Gernot Blümel wird noch kommen. Dankeschön, Claudia Danhauser, für diese Informationen live aus dem Gericht. Und in der ZIB 2 ist dann heute dazu der freie Wirtschaftsjournalist Michael Nickbacksch zu Gast bei Armin Wolf um 22 Uhr in ORF 2. Weiter jetzt mit Europapolitik, wo es heute viele Reaktionen gibt auf die, naja, zarte Kursänderung Österreichs, wenn es um den Schengen-Beitritt von Bulgarien und Rumänien geht.
Der Innenminister schlägt ja vor, die Grenzkontrollen zumindest im Flugverkehr aufzuheben. Bisher hatte sich Österreich ja gegen den Beitritt der beiden Länder gestemmt. Allerdings hat die Regierung auch Bedingungen. Flugreisende aus Rumänien und Bulgarien müssen in Österreich zur Passkontrolle. Obwohl beide Länder seit 2007 in der EU sind, gehören sie nicht zum Schengen-Raum. Österreich hat sich dagegen gestemmt. Doch nun stellt der Innenminister eine Mini-Lockerung in Aussicht. Ein Ende der Grenzen im Flugverkehr, doch nur unter Bedingungen. Nämlich, dass wir den EU-Außengrenzschutz deutlich verbessern, verstärken. Das funktioniert nach wie vor nicht. Dass es nach wie vor die Kontrollen auf Landesebene gibt, dass es auf den Landgrenzen gibt zwischen Rumänien und Bulgarien und dass auch diese beiden Länder Asylwerber zurücknehmen müssen. Die Kommission sei am Zug, sagt der Innenminister. Aus Brüssel heißt es heute. Bulgarien und Rumänien sind bereit für Schengen, das sagen wir seit Jahren. Aber das sind natürlich positive Entwicklungen. Die Richtung stimmt auch für den bulgarischen Ministerpräsidenten, aber dies ist nur eine vorübergehende Position, die Österreich aus irgendeinem Grund öffentlich präsentieren will. Die Verhandlungen haben begonnen. Sein Kollege, der rumänische Premierminister Marcel Ciolacu, zeigt sich erfreut über den Vorschlag aus Österreich. Doch eines ist für Rumänien, Bulgarien und auch die EU-Kommission klar. Das Ziel ist ein vollwertiger Beitritt der Länder in den Schengen-Raum. Ja, soweit sind wir noch nicht. Raffaella Scheidreiter in Brüssel. Österreich stellt da jetzt einmal diese kleine Lockerung für Flugpassagiere in den Raum, stellt aber zugleich auch Bedingungen. Wird man sich darauf einigen können? Besser die EU-Außengrenzen schützen, damit man die innerhalb der EU aufmachen kann. Das sagt die Kommission, auch mit Blick auf mehr Frontex-Beamte sei alles machbar. Österreich habe hier da keine unerfüllbaren Forderungen auf den Tisch gelegt. Ganz im Gegenteil, das sei ja auch bereits EU-Linie und da sei auch mehr Geld vorgesehen im EU-Budget. Darüber wollen ja auch am Donnerstag bei einem EU-Gipfel die EU-Staats- und Regierungschefinnen und Chefs verhandeln. Vielleicht ein wichtiges Detail am Rande. Österreich sieht hier das Aufstocken des EU-Budgets ziemlich kritisch. Dass die EU-Kommission da auch so ausdrücklich darauf hinweist, dass diese Forderungen in Sachen Migration von Österreich erfüllbar seien, das dürfte wohl auch damit zu tun haben, dass man in Brüssel oft nicht so ganz nachvollziehen konnte, nicht so ganz verstehen konnte. Es wurde auch teils kritisiert, dass Österreich hier das Schengen-Veto mit Migrationszahlen in Verbindung, in Verknüpfung gebracht hat. Das hat man immer gesagt, das kann man nicht so ganz verstehen, wo Österreich hier diese Schlussfolgerungen zieht. Österreichs Veto wurde da vielmehr als innenpolitisch Schachzug in Brüssel gedeutet, der ÖVP mit Blick auf Wahlumfragen, bei denen die FPÖ führt. Das Schengen-Veto Österreichs haben Sie jetzt angesprochen, diese mögliche Minderlockerung, die Österreich jetzt in Aussicht stellt. Wie wird denn die in Brüssel generell gesehen? Also als Kehrtwendung oder gar als Einlenken Österreichs, nachdem man sich da eben mit dem Veto doch recht ins Eck gestellt hat? Es wird schon sehr positiv gesehen, dass Österreich jetzt einwilligen könnte, dass zumindest auf Flughäfen bei Rumänien, Bulgarien, dass die Passkontrollen wegfallen. Die Kommission will aber auch noch einmal betonen, dass Rumänien und Bulgarien seit Jahren alle Kriterien, alle Bedingungen erfüllen würden, dass man auch quasi an den Ländergrenzen für Lkw, für Pkw quasi die Passkontrollen entfallen lassen könnte. Aber ja, wenn Kameras, wenn dann die Mikrofone aus sind, dann werden Diplomaten uns gegenüber schon sehr offen und sie sagen, sie deuten diesen Schritt Österreichs jetzt auch als Versuch, sich aus einer sehr verfahrenen Situation herauszubewegen. Ein Diplomat hat gesagt, Österreich habe sich da schon auf einen sehr, sehr hohen Ast gesetzt. Mit dem Veto habe sich da auch isoliert. Und zuletzt ist der Druck doch enorm gestiegen, nicht nur aus Rumänien und Bulgarien, wo dieser Schengen-Beitritt für die Bevölkerung enorm, enorm wichtig wäre, sondern auch die heimische Wirtschaft. Das haben uns auch hier in Brüssel österreichische Vertreter der Industrie oder der Wirtschaft erzählt, dass sie auch auf die Politik zugegangen sind und gesagt haben, gerade zuletzt habe sich die Handelsbeziehungen mit dem wichtigen Handelspartner Rumänien wegen des Schengen-Vetos sehr verschlechtert. Vielen Dank für diese Informationen aus Brüssel. Raffaella Scheidreiter. Das österreichische Bundesheer reduziert demnächst seine Truppenstärke in einer akuten Krisenregion im Kosovo. Nach einer langen Zeit, seit mehr als 20 Jahren, gibt es den österreichischen Auslandseinsatz schon. Kommendes Frühjahr beginnt dieser teilweise Abzug. Die Verteidigungsministerin hat die Truppe kürzlich besucht und betont, dass dies schon länger abgestimmt sei. Es gibt aber weiterhin eine Reserve, die sich in Österreich bereithält. Der Kosovo. Hier in der Landesmitte und im Süden ist die Lage derzeit ruhig. Im Norden ist sie aber sensibel und angespannt, sagt der österreichische Kontingenzkommandant. Es reichen hier noch immer kleinste Anlassfälle, um hier die Lage eskalieren zu lassen.
Derzeit versehen 275 österreichische Soldaten und Soldatinnen ihren Dienst im Kosovo. Die Aufgaben sind vielfältig, etwa in der Transportkompanie. Demnächst wird die Zahl der Truppe vor Ort aber auf 200 sinken. Das sei schon länger so geplant. Das ist eine von der NATO geführte Mission, wo regelmäßig eben auch nach dem Anspruch, den man hier hat, dann entschieden wird, wie viel braucht man an Personal, was braucht man an Technik. Das ist eine hochkomplexe Angelegenheit. Und gefragt sei Österreich in der jetzigen Situation in der Aufklärung. Darauf wird man sich nun vorrangig fokussieren. Der Schwerpunkt KFOR aus meiner Sicht heraus ist eindeutig, das Stimmungsbild abzugreifen und auf etwaige Lage sensibilisiert zu sein, wenn sich diese ändern sollte. Daher ist es einfach, diese Sensorik, nämlich vorhersagen zu können, wann etwas passiert, sehr, sehr wichtig. In Österreich wird sich aber auch eine Reserve für den Balkan bereithalten. Sollte die Lage ernst werden, kann sie jederzeit einschreiten. Außerdem wird sich die Republik mit 500 Soldatinnen und Soldaten an den EU-Battlegroups beteiligen. Im Nahen Osten geht der Krieg zwischen Israel und der Hamas mit voller Härte weiter. Im palästinensischen Westjordanland hat es heute aus Protest gegen die Kämpfe in Gaza einen Generalstreik gegeben. So will man eine Waffenruhe erreichen. Doch die ist trotz internationaler Appelle derzeit ziemlich unwahrscheinlich. Besonders heftig gekämpft wird derzeit im Süden des Küstenstreifens. Die Menschen wurden aufgerufen, aus dem Zentrum der Stadt Khan Yunis zu fliehen. Die Welt wird immer kleiner für die Menschen in Gaza. Flucht aus dem Norden, jetzt auch Flucht aus Teilen des Südens und das Gefühl, dass es ohnehin nirgends sicher ist. Von meinen Freundinnen habe ich lange nichts gehört, berichtet eine Schülerin. Jede ist woanders, jede ist auf der Flucht. Gaza, humanitäres Katastrophengebiet und es wird immer schlimmer. Auch wenn Israel den Angriff intensiviert, Terroristen gelingt es noch immer, Raketen nach Israel zu schießen. Heute hat es nahe Tel Aviv wieder einen Einschlag gegeben. Wie weit darf der Antiterror-Einsatz gehen? Diese Bilder sorgen seit Tagen für Aufregung. Verdächtige Palästinenser nach der Verhaftung. Nicht alles Hamas-Leute, sagen Kritiker. Israel verhalte sich würdelos. Wir entkleiden sie, weil wir Angst vor Sprengstoffgürteln haben. Das tun wir seit Jahren. Wir hatten auch Fälle, da haben sich Verdächtige unter unseren Soldaten in die Luft gesprengt. Es ist längst auch ein Kampf um Bilder, um die Deutungshoheit in diesem Krieg. Losgetreten von den Massakern der Hamas, die Israel bis jetzt noch nicht besiegt hat. Heute haben die Bus- und Taxilenker ihre Kollektivvertragsverhandlungen erfolgreich abgeschlossen, wie ja schon recht viele Branchen bisher. Weiterhin aber keine Lösung gibt es für den Handel. Und das sind rund 430.000 Beschäftigte, eine der größten Branchen also. Nach den jüngsten Protesten und Warnstreiks könnten die Angestellten nun ab Donnerstag neuerlich die Arbeit niederlegen. Denn die Positionen bleiben festgefahren. Die Arbeitgeber bieten 8% Gehalt plus, die Gewerkschaft fordert 9,4% mehr. Nach den Streiks ist vor den Streiks, wie die Chefverhandlerin heute im ZIP-Interview ankündigt. Wir werden weitere befristete Streiks in die Wege leiten. Wir werden auch weitere öffentliche Aktionen durchführen, wenn es keine Bewegung gibt. Der Fokus der weiteren Streiks werde auf Einkaufszentren gelegt, so die Gewerkschaft. Ab Donnerstag und damit auch am dritten umsatzstarken Adventwochenende seien diese geplant. Der Handelsobmann dazu: Das Problem ist schlicht und ergreifend, zu hohe Abschlüsse sind noch deutlich schwieriger. Bereits die angebotenen 8% Gehaltsplus seien für viele Betriebe schwierig zu stemmen, so Treffelig. Das Ende der Fahnenstange sei erreicht. Wäre kein KV-Abschluss heuer auch eine Möglichkeit? Das kann durchaus passieren. Dann würden wir mit einer Empfehlung von nachhaltig 8% an die Betriebe herantreten, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Klarheit haben, rechnen können, dass sie mit der Teuerung nicht alleine gelassen werden. Für die Gewerkschaft wäre das ein Bruch der Sozialpartnerschaft. Die Arbeitgeberseite wäre sehr schlecht beraten, wenn sie sagt, wir machen die 8% einseitig. Denn, wie gesagt, man trifft sich öfters im Leben und es ist für den sozialen Frieden in Österreich und auch für die Handelsbranche, denke ich, nicht der beste Weg, wenn man hier einseitig vorgeht. Völlig offen ist allerdings, wann wieder weiterverhandelt wird. Einen neuen Termin gibt es noch nicht. In Oberösterreich ist ein erst 16-Jähriger wegen Terrorverdachts festgenommen worden. Er soll einen Anschlag auf eine Synagoge geplant haben. Ausländische Geheimdienste dürften den Staatsschutz auf den Jugendlichen aufmerksam gemacht haben. Er sitzt derzeit in Linz in Untersuchungshaft.
Eine Synagoge in Wien soll das Ziel seines Anschlags werden. Das teilt der 16-jährige Oberösterreicher anderen in einem Chat mit. Die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst wird vermutlich von einem ausländischen Nachrichtendienst informiert. Die Ermittlungen der DSN ergaben, dass die Personen einen Anschlag auf eine unbestimmte Synagoge in Wien durchführen, dazu zuvor eine Schusswaffe erlangen wollte und die finanziellen Mittel dafür bereits beschafft hatte. Bei einer Hausdurchsuchung wird bei dem Jugendlichen eine Anleitung zum Bombenbau sichergestellt. Der Islamische Staat ruft zu Anschlägen in Europa auf und erreiche die Jugendlichen übers Internet. Derzeit müsse man beobachten, dass eine vermehrte Anzahl von Straftaten durch Unmündige oder durch Minderjährige begangen werden. Das betrifft vor allem auch Straftaten, die im ideologischen Zusammenhang mit dem Terroranschlag der Hamas stehen. Hier müsse man präventiv ansetzen. Gefahr gehe auch von der rechtsextremen Szene aus. Es finden laufend internationale Vernetzungstreffen statt und die Rechtsextremen seien waffenaffin. Das haben Hausdurchsuchungen in jüngster Vergangenheit ergeben. Die Akzeptanz von Gewalt sei steigend und das Risiko eines Anschlags im rechtsextremen Bereich definitiv gegeben. Wir gehen gleich noch ins Kino. Dort läuft ein neuer Film mit Iris Berbmann. Darin spielt sie eine Frau, die sich zwangsweise auf eine Reise durch Deutschland begibt und so einiges kennenlernt, vor allem auch sich selbst. Wie unterhaltsam das ist, sehen Sie nach den Meldungen. Polen steht vor einem Machtwechsel. Der bisherige Regierungschef Morawiecki, vom Präsidenten trotz Wahlniederlage mit einer Regierungsbildung beauftragt, hat im Parlament die Vertrauensabstimmung verloren. Damit dürfte Wahlsieger Donald Tusk neuer Ministerpräsident werden. Er will etwa das angeschlagene Verhältnis zur EU verbessern. Die Umverteilung des Covid-Medikaments Paxlovid, zu der Gesundheitsministerium und Apothekerkammer aufgerufen haben, ist angelaufen. Allein im Pharma-Großlager in Wien-Simmering sind heute mehr als 1500 Packungen angekommen. Zum überwiegenden Teil von Spitalsapotheken. Im Großraum Wien gab es zuletzt Lieferengpässe. Heikle Sprengung in Kärnten. Aus Naturschutzgründen musste in Kolbnitz im Mölltal der Betonsockel eines Hochspannungsmastes mitten im Speichersee gesprengt werden. Straßen und Wege rund um den See wurden gesperrt. Die Sprengung verlief planmäßig. Die Druckwelle war nicht so stark wie befürchtet. In Beverly Hills sind die Golden Globes-Nominierungen bekannt gegeben worden. Am häufigsten, 9-mal, ist der Publikumshit Barbie nominiert, gefolgt vom Historien-Blockbuster Oppenheimer mit 8 Nominierungen. Die Preise werden Anfang Jänner vergeben. Wir bleiben gleich noch beim Film. Die Schauspielikone Iris Berben zählt zu den größten Stars des europäischen Kinos. Und nun stellt sie ihren jüngsten Film vor, 791 Kilometer. Darin verkörpert die 73-Jährige eine lebensfrohe Wissenschaftlerin, die wegen eines Unwetters die Strecke von München nach Frankfurt in einem Taxi bestreiten muss. Allerdings nicht allein. Marianne aus Hamburg. Moin, moin allerseits. Fünf wildfremde Menschen in einem Taxi auf dem Weg nach Frankfurt, was wie ein komödiantisches Roadmovie beginnt, entwickelt sich nach und nach zu einem nachdenklichen Kammerspiel. Denkst du mal über den Tod nach, Josef? Es verhandelt eigentlich eine ganze Menge über unser Leben, über unsere momentane Zeit. Aber es wird nicht mit so einem Zeigefinger gemacht und es wird nicht mit so einem moralischen Anspruch gemacht, sondern es wird aus den Figuren heraus erzählt. Iris Berben kämpft seit Jahrzehnten für mehr Toleranz und gegen Antisemitismus. Und sie lässt sich den Glauben an die Kraft der Kunst nicht nehmen. Was kann Kunst? Was kann so ein Film? Man kann es anreißen. Man kann ein bisschen den Finger in die Wunde legen. Wir werden die Welt damit nicht verändern, aber ich denke immer, ein Film kann dazu beitragen, genau darüber nachzudenken vielleicht. Und das gelingt dieser klug inszenierten Tragikomödie auf berührende Weise. Komm mal her. Eine Umarmung tut immer gut. Ja, schon. Ein bisschen Sport, aber schon auch. Gleich sehen Sie deshalb bei den Kollegen im Kurzsport, wie der krasse Außenseiter Girona in der spanischen Fußballliga für Furore sorgt. Die Seitenblicke waren bei der Verleihung des Wiener Schauspielrings, der alle 5 Jahre weitergegeben wird. Diesmal von Gatti Drassel an Alexander Pschill. Und wir dürfen auch gleich weitergeben, nämlich an Christa Kummer. Die gleich völlig überraschend den Wetterbericht präsentiert. Und wir melden uns dann morgen wieder. Schönen Abend. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.